Herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von MSTV News und einem neuen Video auf Maltisarov TV nach langer Zeit mal wieder. Ja, mal wieder über einen Monat her, als das letzte Mal ein Video von mir kam. Aber jetzt gebe ich mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Und ja, ich wollte allgemein auch noch über andere Sachen quatschen, wie es halt so üblich ist bei diesem Format. Auch noch über Sachen, was zocke ich gerade, was sind so die nächsten Planungen für diesen Kanal und solche Geschichten wieder. Also eben mein hauseigenes Infovideo-Format, was einfach nur anders heißt. Weil jedes Format, was gang und gäbe ist, sollte immer einen anderen Namen haben. Ich finde, mein Let's Test sollte ich von nun auch Let's Sarov TV nennen. Und solche Geschichten. ja, auf jeden Fall. Ich bin wieder da. Und diesmal auch mal wieder vor der Kamera. Diesmal nicht vor der Livecam, sondern vor meiner Handykamera. Mal vor meinem etwas neuerem Handy. Da hat sich ja herausgestellt, dass die Qualität der Kamera deutlich besser ist als die der Livecam. Ja, sie ist jetzt ganz provisorisch an den Fernseher gelehnt und ich sitze jetzt ganz klein da auf einem Kasten, damit ich auch in die Kamera gucken kann und nicht immer so da stehe. Hallo Leute! Ja, deswegen sitze ich jetzt hier so ganz provisorisch auf einer kleinen Kiste. Und deswegen ist die Position der Kamera auch etwas niedriger als sonst und ist wirklich viel kleiner als sonst. Ja, also in der letzten Zeit hat sich auch relativ viel getan in diesem einen Monat. Letzten Samstag am 10.09.2016 habe ich meinen 20. Geburtstag gefeiert. Ja, ohne Spaß, ich bin jetzt schon 20 Jahre alt, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, ich, jo, 20. War ein schöner Geburtstag. Danke an meine ganzen Friends, die da waren. War schön, dass ihr da wart und es hat mir riesen Freude gemacht, mit euch zu feiern. Ja, deswegen vielen Dank, falls ihr das seht. Und ja, neues Video auf Maltisarov TV. Ich trage eine neue Brille seit dem letzten Video. Ja, ich habe meine orange Brille, die trage ich jetzt nicht mehr, habe jetzt eine normal aussehende Brille mir zugelegt. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil die orange Brille sich nicht mehr als sonderlich nützlich herausgestellt hat. Daher jetzt eine neue Brille, die deutlich besser aussieht in meinen Augen. Vielleicht seht ihr das ja anders, man weiß es nicht. Die Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft. Also, falls ihr eine andere Meinung seid, habe ich kein Problem damit, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt. Ich bin offen für jede Art von Meinungen und allerhöchstens werde ich euch besuchen und umbringen. Nee, Quatsch. ja, außerdem bin ich meine Spange endlich losgeworden. Jetzt kann ich endlich wieder die ganze Welt belächeln, ohne dass es irritierend wirkt für den einen oder anderen. Ja, also das so viel zum Privaten, was so passiert ist. Und jetzt kommen wir mal zu den anderen Geschichten, bevor wir zu dem kommen, was eigentlich mein Hauptgrund war, warum ich dieses Video hier gestartet habe. Nämlich das, was ich so plane in Zukunft. Aber jetzt erstmal, ja, was habe ich in der letzten Zeit so gezockt? In der letzten Zeit habe ich sehr viel Pokémon Go gespielt. Das ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Der Hype Train ist ja mittlerweile schon fast abgefahren, einfach aus dem Grund, weil das Spiel momentan halt nicht sonderlich weiterkommt. Ist genau genommen noch auf dem gleichen Stand wie vor einem Monat. Aber es macht mir trotzdem immer noch sehr viel Spaß. Es ist zwar ein sehr simples Spielprinzip, dieses ja, durch die Stadt laufen, Pokémon sammeln, Pokéstops abstauben und Pokémon stärken, damit man sie dann in Arenen zu kämpfen schickt. Aber ja, es ist trotzdem ein stetiger Begleiter in der Zeit, wo ich dann immer unterwegs bin. Da habe ich dann immer Pokémon Go zur Hand und erkunde die Welt, brüte Pokémon-Eier aus und bin gespannt, was aus denen herauskommt. Und nebenbei fange ich mit etwas auch neue Pokémon. Ja, es kommt natürlich schon vor, dass mich manchmal das Spiel frustriert an diesem Punkt, dass es eben sehr auf Glück basiert, dass man ein seltenes Pokémon fängt. Ich erinnere mich da, wo ich da mal so ein mega seltenes Pokémon gefunden habe und da irgendwie 1000 Mal mit dem Hyperball, glaube ich, oder Superball da irgendwie in seine Richtung geworfen habe, manchmal sogar mit großartiger Wertung und ich hau ab und ich hau nochmal ab und ich hau wieder ab. Oh, Disconnect. Ja, jetzt bin ich weg. Och, jetzt hast du 10 mega seltene Pokébälle umsonst weg verballert, weil ich ein faires Spiel bin. Okay, es ist jetzt nicht so, dass es immer so hundertprozentig auf Glück nur basiert. Also, wenn man gekonnt wirft und alles, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher. Aber das war schon einer dieser Momente, wo ich mir so gedacht habe, ja, leck mich doch, Spiel. Da war ich auch drauf und dran, das Spiel eine Weile beiseite zu legen. Aber ja, insgesamt macht mir das sehr viel Spaß. Es hat seinen Reiz. Ich bin jetzt mittlerweile auf Level 22. Jetzt, wo ich das hier aufnehme. Und ich schätze, es wird auch immer noch so sein, weil jetzt brauche ich Millionen EP. Und bis ich das erreicht habe, wird auch einige Zeit vergangen sein. Also, Level 22, Team Blau. Woohoo! Team Blau, was ungefähr gefühlt jeder nimmt.
Ja. Und mein stärkstes Pokémon hat eine Wettbewerbspunktzahl von 1600, glaube ich. Ich habe leider vergessen, wie das Pokémon heißt. Ich werde es einblenden, falls ich das jetzt noch nachgucke beim Schnitt. Werde ich jetzt nochmal einblenden, welches Pokémon mein stärkstes ist. Ja, so viel dazu. Also wie gesagt, Pokémon Go finde ich cool. Ich spiele es immer noch regelmäßig, auch wenn ich jetzt so langsam schon darauf warte, dass ein neues Update kommt. Aber es ist ja jetzt bald eins in den Startlöchern, nämlich das Buddy-Pokémon-Update. Ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass dieses Update mittlerweile schon rausgekommen ist, wenn dieses Video draußen ist. Ja, darauf freue ich mich schon, um ein paar Pokébonbons jetzt eben ein paar abzusichern für die Pokémon, wo ich jetzt nicht so viele ständig fange. Wo kann ich dann zum Beispiel mal Sternblumen irgendwann mal weiterentwickeln und solche Geschichten. Ja, das ist ein cooles Update, aber ich freue mich natürlich auch besonders auf das Update, wo dann hinzugefügt, was man Trainer bekämpfen kann, die man begegnet oder ja, oder das Tauschsystem, darauf würde ich mich auch sehr freuen, wenn das bald mal kommt. Und ja, da gibt es ja sicher noch viele andere Updates, die sie im Laufe der nächsten Tage planen werden. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und ja, neben Pokémon Go habe ich, um ehrlich zu sein, nicht sehr viel gespielt. Ich habe in der letzten Zeit mal wieder Fahrenheit gezockt, jetzt wo die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und ja, ich hätte echt mal Bock, eine Review zu machen. Daher habe ich auch eine Aufnahme gleich mal gemacht. Deswegen wird in den nächsten Wochen oder Tagen auch mal eine Review zu Fahrenheit kommen. Aber vorher, bevor diese Review erscheinen wird, überhaupt, wird erstmal der Kanaltrailer kommen, an den ich schon eine ganz schöne Weile gearbeitet habe. Das letzte Video ist ja, wie gesagt, über einen Monat her. Aber es wird auf jeden Fall, ja, aber ich arbeite die ganze Zeit an einem Kanaltrailer. Und ja, es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich den ganzen Monat durch nur an diesem Kanaltrailer gearbeitet habe. Es gab auch mal Momente, wo ich da einfach keinen Bock hatte. Aber ich habe relativ intensiv dran gearbeitet für meine Verhältnisse. Und er sollte hoffentlich bald kommen. Er sollte schon viel früher fertig sein, aber er hat sich wieder sehr herausgezögert. Irgendwie ist es bei jedem Video so, was ich intensiv produziere und viel Aufwand erfordert, wo ich mir dann so sage, ja, es wird nächste Woche fertig sein, easy. Und dann ist es erst 3 Wochen oder 4 Wochen später fertig. So war es auch bei der Ice Age 5 Kritik. An der habe ich auch viel länger dran gesessen, als ich dachte. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil ich viel zu sehr übertrieben habe mit der Schnittarbeit. Ja, typisch halt. Ich neige halt sehr dazu, mir sehr viel Mühe zu geben bei meinen Videos. Bei den meisten zumindest, abgesehen von den Testvideos logischerweise. Da schneide ich jetzt nicht 5 Wochen dran. Zumindest normalerweise nicht. Aber ja, aber ich denke, das ist eigentlich trotzdem eine gute Sache, dass ich halt mir viel Mühe gebe. So ist es ein Produkt, wo ich am Ende im Nachhinein auch selbst 100%ig zufrieden bin. Und ja, Qualität vor Quantität heißt es ja so schön. Und ich denke, ihr habt auch insgesamt mehr davon, wenn das Video, was ich euch dann serviere, auch dementsprechend eine hohe Qualität hat. Dann hat sich auch die Wartezeit gelohnt. Und zwar immens. Hahaha. Ja, auf jeden Fall Kanaltrailer. Der wird zwar sehr kurz sein, aber er wird, hoffe ich mal, gut sein. Ist zumindest die Intention, die ich für dieses Video habe. Aber ich denke, ich bin bald fertig. Also, er sollte bald fertig sein. Das wird dann auch das nächste Video sein nach dieser MSTV Awards Ausgabe. Wird dann als nächstes der Kanaltrailer folgen. Freut euch drauf. Ich denke, in 1-2 Wochen sollte er fertig sein. Tendenziell eher in 2 Wochen. Aber er wird auf jeden Fall in Bälde erscheinen. Oh, das war es eigentlich so ziemlich mit der Thematik Zocken. Ja, im Kino war ich auch öfters mal wieder. Zuletzt habe ich mir einmal Suicide Squad angesehen, der mich herbe enttäuscht hat. Ich war schockiert, was für ein Schlaffi-Film das war. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich Badass-Bösewichte jetzt in einem Kinofilm sehen darf, die brutalst wie sonst was sind und unberechenbar und arschig. Aber stattdessen sind es irgendwelche missverstandene Gutmenschen mit ihren Vergangenheitspalaber und mein Leben war so traurig in der Vergangenheit und ich habe es schwer darunter gelitten. Ich will Badass-Arschlöcher sehen, die anderen Bösewichten die Fresse polieren und nicht irgendwelche Anti-Helden, die eine schlimme Vergangenheit hatten und irgendwie dann so einen suggerieren wollen, oh, in Wahrheit bin ich doch ein guter Mensch. Was ist das für ein Kinderkram? Das wollte ich nicht von Suicide Squad, ich wollte einen brutalen, actionreichen Bösewichtsfilm. Siehe hier ein Beispiel, wo das funktioniert hat, war zum Beispiel bei Inglourious Basterds. Hat den einer von euch gesehen, von Tarantino? Das war so ein Film, wo man richtige Arschlöcher einfach in den ganzen Film lang verfolgt hat, aber die halt trotzdem irgendwas Gutes getan haben und das war halt mega geil. Und so hätte ich es mir bei Suicide Squad gewünscht. Also ich höre ja auch von vielen Comiclesern, dass die Suicide Squad Comics um ein Vielfaches brutaler sind als die Kinofilm. Und zu meinen Erschrecken muss ich auch zugeben, dass ich die Suicide Squad, diese Cartoon-Verfilmung von Suicide Squad, also naja, es war eine sehr freie,
Adaption, aber es war auf jeden Fall trotzdem eine Art Verfilmung, nämlich Assault on Arkham. Den würde ich euch übrigens alle empfehlen. Das war ein sehr geiler Cartoon-Film und schockierenderweise fand ich ihn deutlich besser als den aktuellen Kinofilm Suicide Squad. Was mir schon irgendwie in der Seele wehtut zuzugeben. Weil, ja, ich habe mir vom Kinofilm wirklich sehr viel erhofft. Jared Leto hat mich leider auch nicht gänzlich überzeugt, aber das könnte auch an seiner kurzen Sweet-Time liegen. Aber dafür war, also die Rettung des Films war für mich eindeutig die Harley Quinn. Die Darstellerin hat einfach ihre Rolle großartig verkörpert. Und ich freue mich auch schon auf weitere Filme, wo Harley Quinn eine Rolle spielt. Und ja, Jared Leto, ich könnte mir vorstellen, dass er sich nochmal etwas entfaltet in seinen zukünftigen Rollen als Deadshot. Aber insgesamt war der Film für mich eine herbe Enttäuschung. Ein viel zu extremer Schlaffi-Humor, viel zu geringer Gewaltgrad und viel zu sehr auf Gutmensch getrimmte böse Hauptcharaktere. Da hätte man, also es fühlte sich genauso an wie ein Avengers-Film, weil die Charaktere einfach nicht böse genug waren. Also ich fand halt auch, dass diese Spannung, die zwischen den Hauptcharakteren herrscht, was eben auch in den Comics vorhanden war, die kam halt kein bisschen zur Geltung im Film. Also auch in diesem Punkt hat der Film leider auch für mich gänzlich versagt. Er hat halt nicht wirklich das rübergebracht, was die Comics ausgemacht hat. Die Spannung zwischen den einzelnen Hauptcharakteren, die Brutalität, der extrem zynische schwarze Humor, das alles gab es einfach nicht. Es war einfach ein sehr fast schon kindgerechte Adaption vom Film. Also insgesamt für mich eine riesen Enttäuschung, vielleicht sogar momentan noch sogar die Enttäuschung des Jahres. Was nicht heißen soll, dass es ein schlechter Film ist, einfach, ich hatte einfach so hohe Erwartungen und die konnte der Film in keinster Weise erfüllen. Wirklich sehr schade. Und ja, neben Suicide Squad habe ich auch noch Ben Hur gesehen. Da war es für mich eben wiederum andersrum. Die ganze Mehrheit fand, es ist Ben Hur total scheiße, aber ich habe Ben Hur für einen echt guten Film befunden. Also ich habe echt viel Spaß gehabt mit Ben Hur. Keine Ahnung, ich habe das Original nicht gesehen, aber für sich genommen war das ein recht guter Film. Also er war spannend, die Action hat gestimmt, an den Schauspielern gab es auch nichts auszusetzen. Ich hatte mich sehr unterhalten gefühlt, also ich habe keine Ahnung, warum alle so rumheulen müssen. Meine Güte, dann kommt er eben nicht an das Original ran, ist mir doch scheißegal. Für sich genommen ein spannender und spaßiger Film. Und ja, ich hatte Spaß gehabt und ich kann auch nicht verstehen, warum der Film so Misserfolge nur feiert. Echt schade für den Film, weil ich fand ihn gut. Ja, ich habe jetzt auch schon unbewusst jetzt schon mittendrin erwähnt, was jetzt so für Videos ansteht. Also wie gesagt, Kanaltrailer steht an. Eine neue Review wird es endlich mal wieder geben, zu Fahrenheit nämlich, wird geplant. Und ja, wenn ich das aufnehme, wird vielleicht auch schon die Retail-Fassung von Batman Telltale Series rausgekommen sein. Da habe ich Bock, einen Let's Test aufzunehmen und möglicherweise auch eines Tages mal eine Review, weil ich liebe Batman und die Telltale Games hatten ja schon immer für mich einen großen Reiz. Ich habe sie zwar nie so richtig gespielt, einfach weil ich mich ein bisschen davor gescheut habe, weil mein Englisch nicht so gut ist. Aber naja, ich komme dann schon irgendwie mit den deutschen Untertiteln klar und mein Englisch wird ja hoffentlich einigermaßen ausreichen. Falls ich dann mal nicht die Untertitel mitverfolgen kann, auch mal auch so sinngemäß zu verstehen, was da so gesagt wird. Mein Englisch hat sich ja schon im Laufe der Zeit was weiterentwickelt. Nur würde ich nicht sagen, dass es immer noch so gut ist, dass ich ein komplexes Story-Game einfach so verstehen könnte. Aber es wird besser. Also daher habe ich mich von den meisten Telltale Games eher gescheut momentan erstmal. Aber bei Batman werde ich da doch schwach und ich werde es auf jeden Fall zocken. Ein letztes Test habe ich vor aufzunehmen. Und ja, ich hoffe mal, es wird mir Spaß machen. Und ja, ich werde auch noch weiter am zweiten Part vom Halloween-Special arbeiten. Das ist ja auch schon seit 2 Jahren geplant. Vielleicht habe ich ja schon mal die Geschichte erzählt, dass ich damals eben ein Halloween-Special vorbereitet habe. Diese Top 10 Spielemythen, meine Liebsten, die gruseligsten in meinen Augen. Ja, da war ich eben sehr unter Zeitdruck und da habe ich dann eben einen Zweiteiler draus geschnippelt. Ja, da bringe ich erstmal nur die ersten fünf Plätze im ersten Part für den Tag am Halloween-Tag. Ja, aber dann wurde ich eben nicht rechtzeitig fertig und daher wollte ich dann einfach am Anschluss dann den zweiten Teil bringen. Aus irgendwelchen Gründen gab es dann irgendwelche Probleme bei Sony Vegas. Die ganze Arbeit, die ich schon reingesteckt habe, wurde gelöscht. Da hatte ich dann erstmal für ein knappes Jahr gar keinen Bock mehr dran weiterzuarbeiten. Dann wollte ich es fertig machen fürs nächste Jahr Halloween, den zweiten Part dann eben. Doch dann gab es auch wieder irgendwelche Komplikationen und hatte ich wieder keinen Bock. Und ja, mal sehen, ob es dieses Jahr was wird. Vielleicht wird ja dieses Jahr der zweite Teil kommen, diese Specials. Ja, 2 Jahre später kommt dann der zweite Teil. Fantastisch, aber ich habe Bock, es eines Tages mal zu beenden. Und es wird auch eines Tages mal passieren, hoffe ich mal, denke ich mal. Ja, also so viel dazu. Es kommen wieder weitere Videos auf Malisarov TV. Mal sehen, wie lange die Motivation wieder anhalten wird. Ich hoffe mal wieder etwas länger. Also ihr solltet euch keine Gedanken machen, wenn ich etwas länger wieder keine Videos mache.
Das Einzige, was ihr euch dann denken müsst, ist, ja, er hat gerade keinen Bock, weil es wird immer wieder ein Moment kommen, wo ich auf YouTube wieder Bock habe. Es ist ein schönes Hobby für mich und daher habe ich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht unbedingt vor, aufzuhören. Also ist es für mich dann immer so eine Sache, da brauche ich auch die Lust zu. Und wenn ich darauf Lust habe, dann mache ich auch wieder Videos. Also denkt jetzt nicht nur, weil ich ein Päuschen einlege, dass ich gleich komplett aufhören werde. Es wird immer wieder der Moment kommen, wo wieder die Motivation da ist. Aber es wird auch mal wieder Momente kommen, wo eben nicht die Motivation da ist. Es ist halt immer so ein Hin und Her. Und daran müsst ihr euch, ja, damit müsst ihr halt leider klarkommen. Mal gucken, wie das so weiterlaufen wird. Man sieht sich beim Kanaltrailer, bei der Review und vielleicht auch beim Halloween-Special, wenn ich es rechtzeitig fertig bekomme. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und ja, man sieht sich. Ciao.